In the ghetto. Schlüssel zum Rein und zum Rauskommen. Sicher, ne? So, moin. Heute mit meinem Bruder. Und zwar, wir waren damals in Köln schon mal unterwegs zum Olympus Perspective Playground. Das Ding findet wieder in Berlin statt. War damals eine ziemlich geile Sache. Deswegen gehen wir heute wieder hin. Super. Super, Ingo. Nicht diese. Und nach Neukölln wohne ich jetzt aktuell gerade in Kreuzberg. Schön in der Hut, schön in der Platte. Aber wie gesagt, nach 3 Wochen gewöhnt man sich irgendwie an alles. Und dann ist es nicht mehr so extrem schlimm. Und der Riesenvorteil, Zeigefinger, man wohnt halt mega zentral. Irgendwann wird das mal alles richtig schön hier, deswegen sieht man hier, die ganze Fassade ist alles aufgeklopft. In 2-3 Jahren wird Kreuzberg zum florierenden Viertel. Oder auch nicht. Perfekte Wetter, um Drohne fliegen zu lassen, weil, oder für Landschaftsaufnahmen. Der Himmel, super geil, saftig blau. Oder ausgebrannt. Und richtig schöne volle Wolken. Super geile Kombi. Wir haben es tatsächlich geschafft vor Ort. Ja, wir sind angekommen, Licht ist hier besser. Es ist aber schon mega voll, es ist eine richtig gute Schlange, aber es verspricht gut zu werden. Achso, ist das ein Olympus auch? Ne, das ist. Und das wird am Ausgang hier abgeben mit der Kamera dann. Cool, okay. Dankeschön. So, wir haben jetzt unser Ticket registered. Im besten Fall online vorbestellen, dann kommt man anscheinend eher rein. Denn die Kameras scheinen schon relativ aus zu sein. Ja, wenn das das stärkste Objektiv also ist, was ihr habt. Nee, wir haben auch 1,8. Das ist nicht das Ding, aber es fällt man weiter. Okay. Nee, ja, gut, wir wissen nicht. Ja, komm. Also, ich würde das nehmen. Das ist eine gute Optik. Lass ihn hin. Da vorbei. Geil, ja, bitte. Nicht, dass das hier gleich runtergeht. Die hat einen mega geilen Stabi. Canon. Welche denn? 70D. 70. Für Video reicht's aus. Okay. Coole Sache, ey. Ja, hau rein. Viel Spaß, bringst mir wieder. So, unsere Wahlkamera ist jetzt angekommen. Wir haben uns jetzt für eine, nach vielen hin und her, eine Olympus OMD. Was ist denn das? Ich kenne mich bei Olympus auch nicht aus. E5. Ach, hier oben steht das. EM5 Mark II. Das Leckere ist aber eigentlich das 25mm 1.2er Blender war das jetzt hier, oder? Das heißt, es ist ein 50 1.4. Man muss ja den Crop mal 2 rechnen, deswegen 50mm und genauso bei der Blende. Aber es sollte ein paar geile Aufnahmen geben hier. Es ist wirklich so extrem dunkel hier, ich muss erstmal irgendwo Licht finden. Das kriegst du ja gar nichts mit Lowlight hin. Ein Stück weit bin ich jetzt beleuchtet. Gott sei Dank 1-2er Blende, weil es echt dunkel hier ist. Damit sollte man ein paar. Und hier kommen ein paar Ausschnitte und. We'll be right back.
Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auch das zu oft sage, aber Canon, ich liebe die echt noch vom Autofokus her. Das funktioniert einfach. Das sind halt alles solche kleinen Sachen, die ich bei der Canon so liebe. Also du hast den Autofokus, der kontinuierlich ist. Das kroppt halt nicht rein. Die kann halt auch Full HD filmen. Du kannst mir mal ganz kurz zeigen. Warte mal, wenn wir die hier haben. Und da ist sie schon reingezoomt jetzt hier. Gehe ich so. Ja, das macht halt zum Framing, es ist echt nicht so super geil. Wo wir das getestet haben, also das ist das Flaggschiff von Olympus, muss man dazu sagen. Das kostet 3.500 Scheine, das ganze Ding. Aber die Linsen sind ziemlich gut. Aber leider macht halt Canon nicht solche geilen Veranstaltungen. Dafür Olympus, big up. Also finde ich mega geil. Das ist schon das, keine Ahnung, 2013, wie gesagt, gab es schon in Berlin mal. Davor auch in anderen deutschlandweit oder so, ist aber eine super geile Sache. Immer wieder coole neue Kunstwerke zu sehen. Und ich mit Mütze, sehe ich echt aus wie so ein McFitty. Gut, das war's soweit aus dem Playground und bis dahin. Ciao. Die Henne hier. Das ganze Ding ist jetzt gerade schon so mega voll. Lohnt sich aber auf alle Fälle, geht noch bis 24.09. und das war's damit. Ciao. Was mir aber gerade dabei noch auffällt, ich habe natürlich vergessen, das Gewinnspiel endlich noch zu machen, beziehungsweise das mit den Kommentaren. Das will ich jetzt noch fix nachholen. Chuck, da gibt es irgendwie so eine Website. Ich habe das auch vorher noch nie gemacht. Hier das Video. Chuck. Jetzt nehme ich mir den Link. Gehe hier rein, lade das Video rein. Chuck. Und da. Keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Und jetzt kommt hier Pick the Winner. Niklas W. Ach, siehste. Cool, dann. Niklas W., ich schreibe dir gleich nochmal in die Kommentare. Und ja, dein Lieblings-YouTuber war Jörg Sprave. Slingshot-Channel, sagt mir so gar nichts. Aber gucke mir auf alle Fälle mal an. Cool, ich schicke das Ding zu und beziehungsweise schreibe dir erstmal, dass ich eine Adresse habe und dann schicke ich es dir zu. Das war es jetzt wirklich mit der Folge. Playground auschecken ist am 24.09. endet das ganze Ding, Köpenicker Straße in Berlin. Und was am 24.09. auch noch ist, ist die Bundestagswahl. Die drei Videos dazu habe ich hochgeladen. Guckt die euch gerne mal an und das war's dahin. Ciao.